Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Wir haben ja in der letzten Folge den Bolzenschneider bekommen. Und wir gehen jetzt erstmal die Wege, wo wir den Bolzenschneider verwenden können. Erstmal machen wir hier auf. Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit begrüße ich euch wieder mal herzlich zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3. Ja, in der letzten Folge haben wir den Bolzenschneider bekommen, haben das Wasser hier gelöscht, damit wir hier durchkommen. Und ja, wir werden jetzt erstmal die Wege zurückgehen, wo wir mit dem Bolzenschneider jetzt hinkommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange, aber ich glaube eher weniger. Aber wir wissen ungefähr, wo wir das benutzen müssen. Hier haben wir erstmal einen Zombie, den erledigen wir jetzt einmal kurz. Keine Ahnung, woher der auf einmal kommt. Zack, ist er die Rübe ab. Ne, da müssen wir noch nicht hin. Aber hier haben wir zum Beispiel die erste Tür, die wir öffnen können. Machen wir auch direkt. So, hier kriegen wir ein Schmuckkästchen. Alles klar. Was haben wir hier? Hochwertige Cheesepulver. Erste Hilfespray. Dann haben wir hier alles. Ist auch schon mal gut. Dann das Schmuckkästchen können wir direkt untersuchen. Und da kriegen wir blaue Juwel raus. Ich würde auch sagen, wir gehen auch dann direkt zurück, um das Juwel einzusetzen. Wer weiß, was da auch Schönes drin ist. Bin ich auf jeden Fall jetzt mal gespannt. Zombie, der nervt mich gerade ein bisschen, muss ich sagen. Weg hier. So. Der ist gut. Der ist tot. Endlich. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein, benutzen das blaue Juwel. Bin ich mal gespannt, was wir da rausbekommen. Schauen wir mal. Oh, was haben wir denn da Schönes? Taktischer Schaft für die Flinte. Ja gut, die Flinte haben wir jetzt noch nicht. Aber die werden wir ja auch gleich bekommen. Dafür brauchen wir auch den Bolzenschneider. Ich würde auch sagen. Das rote Kraut lassen wir jetzt mal weg, würde ich mal sagen. Ich denke mal nicht, dass wir das jetzt benötigen. Wenn ja, na, dann mache ich halt einen riesengroßen Fehler. Aber gut. Wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Tür. Mit dem Bolzenschneider. Jetzt will ich nochmal überlegen, wo war denn das nächste? Auf jeden Fall da, wo die Schrotflinte gibt's. Da werden wir jetzt als nächstes hingehen. War denn sonst noch was? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin am Überlegen. Ach ja, genau. Da müssen wir auch noch. Stimmt. Das habe ich auch vergessen. Da müssen wir zum Beispiel auch noch mal hin. Weil da kommen wir ja auch noch mit dem Bolzenschneider rein. So. Dann holen wir uns mal die Schrotflinte hier ab. So, die M3-Flinte. Die kombinieren wir auch direkt mit dem Schaft. Sieht ja schon viel besser aus. So. Dann gehen wir mal zu der anderen Tür, die wir nochmal mit dem Bolzenschneider aufmachen müssen. Oh, ein Zombie. Uiuiui.
Also erledigt, ja, sieht so aus. Perfekt. Oh, wo war denn die andere Tür? Genau, hier war sie. Dann machen wir die auch mal auf. So. Hier sieht mir ein bisschen verdächtig aus, oder? Weiß ich, soll ich? Oder soll ich weitergehen? Ach komm. Ach, wusste ich doch. Er sah wirklich verdächtig aus. Bleibt der jetzt stehen? Ha. Er ist ehrlich stehen geblieben, krass. Ich dachte, er würde mich jetzt jagen. Aber bleibt er einfach eiskalt stehen. Was haben wir denn hier? Ah. Die Schlemmer-Zombies hier wieder. Komm. So, alle drei erwischt, dann ist gut. So, Flintenmunition. Handgranate haben wir auch noch bekommen. Pistolenmunition haben wir auch wieder. Sehr gut. So, war sonst noch was? Wo wir rein konnten mit das? Nee, ne? Ich glaube, sonst war nichts. Nö, ich meine nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ein paar Sachen abladen. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt die Handgranate genau benötigen. Flintenmunition bin ich mir unsicher. Können wir die mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen die mal mit. Sicher, sicher, würde ich mal sagen. Da lang. Müssen wir. Dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Jetzt geht es ja wieder weiter. Jetzt sind wir nur die Wege zurückgegangen mit dem Bolzenschneider extra. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben ja was hier an der Seitentür gehört. Da gucken wir auf jeden Fall mal, was da zugange geht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, nein, 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 bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringt seine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Ja, richtig unsympathischer Typ. Aber wenn wir auch noch herausfinden, wer das genau ist. Hier haben wir noch Flintenmunition gehabt. Haben wir sonst noch was? Trainingsprotokoll. 10. Juli, 91,5 Kilo, 12 Runden im Hof, 2x Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job? Keine Ahnung, wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden. Aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser, als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. 26. Juli, 89,1 Kilo, 20 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 400 Yard, 5x daneben geschossen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp des UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel aus der Entfernung von 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir noch nie, ist als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werde schon wieder. Passt nur auf. 15. August, 86,2 Kilo, 30 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, 2x daneben geschossen. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen
Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag habe ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs. Aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen. 25. September, 82 Kilo. 30 Kilometer gelaufen, 4x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute. Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los. Straßengewalt in Raycon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat. Bis ihm mir die Straßenraudis weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Ja, da haben wir jetzt herausgefunden, dass das der Murphy ist. Der, ja, getötet worden ist. Man kann aber gar nicht auf den zielen, ne? Aber wir wissen Bescheid, da ist der Murphy. Ja, ein Psychopath. Wer könnte das wohl sein? Das ist wahrscheinlich der Blondschopf gewesen, der Nikolai. Also ich glaube, das war der. Apropos, wir speichern einmal kurz. So. Einmal speichern. Perfekt. Und dann geht's weiter. Ja, ich bin gespannt, was auf uns jetzt noch erwartet. Da gucken wir mal. So, haben wir denn hier irgendwas? Pistolmunition, das ist ja schon mal was Gutes. Jetzt haben wir hier nichts. Letzter Eintrag eines UBCS-Soldaten. 28. September. Der Mittlere Osten, Osteuropa, Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld, das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark. Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Eigentlich schon eher schon, ne? Weil der hat sich nie im Kopf geschossen. Was haben wir hier? Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung bereitgestellt von Raycon City Elektrikergilde. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugnisaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte Stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, könnten die umstehenden Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Handschriftlicher Zusatz. Alles kapiert? Wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihr nicht näher, macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam. Alles klar. Oh ne, nicht Hunde, ey. Boah. Nimm lieber die Schrot. Na, ich habe lieber die Schrot genommen. Bevor wir hier noch sterben oder so. Man weiß ja hier nie. Bei Hunde, ja. Hunde bei Resident Evil ist nicht so mein Ding. Ist genauso wie mit Lickers. Auch nicht so mein Fall. Gibt's hier irgendwie noch was? Ja. Hier haben wir noch was. Schießpulver. Sonst noch was? Sieht nicht so aus. Alles klar. Wollen wir mal hier reingehen, ne? Mal gucken, was uns hier so erwartet.
Haben wir hier was? Nö, sieht nicht so aus. Nur weil der mir auf die Pelle gerückt ist. Und die haben wir auch schon mal erledigt. Ja, Schießpulver. Hier brauchen wir wieder natürlich einen Dietrich. Alle erledigt. Ist hier auch. Na, die war nicht tot, okay. Geht doch. Ist sie jetzt tot? Ja, jetzt ist sie tot. Perfekt. So, haben wir denn sonst noch was hier? Nee. Hier ist auch sonst nichts mehr. Hier haben wir nur noch das mit dem Dietrich. Immer noch Kraut. Alles klar. Ah, guck mal an. Wie geil, eine Gürteltasche haben wir. Perfekt. So, Schießpulver packen wir mal weg. Rotes Kraut auch. Ach, guck mal, das können wir schon wegschmeißen. Ja, schön. Brauchen wir nicht mehr. Mehr Munition haben wir nicht für die Schrot. Acht nur, okay. So, was haben wir denn hier? Fax vom Leiter des Unterwerks. Alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Okay. Aber wie das aussieht, ne? Ah, ordentlich. Boah, riecht wie. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ja dann. Dann denk nicht drüber nach, Jill. So, was haben wir denn hier? Grüne Kräuter, sie wirken. Ich habe angefangen zu glauben, Chad würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt. Und verdammte Scheiße, das Nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschen. Ich habe gewürgt, wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgetorkelt, wie ein Irrer. Und dann habe ich es gesehen. Ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir immer erzählt, er hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chad zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran, esst euer Grünzeugs. Alles klar. Dann esst mal ohne euer Grünzeugs. Ah, da, okay. Haben wir hier irgendwas? Pistolenmunition. Was haben wir denn hier? Eine Schatulle. Oh mein Gott. Da haben wir eine Schatulle bekommen. Was ist denn in der Schatulle drin? Gucken wir mal.
Dietrich, da ist das Spezialwerkzeug. Was haben wir denn hier? Internes Unterwerk-Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Können Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Okay. Ja, dann werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Dietrich zurückgehen. Und alles aufmachen, was wir können. Außer halt, da wo wir ganz zurückgehen müssen, da eher wiederum nicht. Das heißt zum Beispiel, dass jetzt in, sag mal schnell. Da an der U-Bahn-Station, da zum Beispiel noch nicht. Aber hier jetzt zum Beispiel machen wir, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da liegt alles mitten auf dem Weg, oder? Kann auch sein, ich bin mir da jetzt unsicher. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Weil er hat so seine Gründe, warum ich das jetzt mache. Weil ich kenne ja schon Resi 3, aber ja, ich habe halt auch schon länger nicht mehr gespielt. Und hier kamen wir, ne? Ja. Ist auch schon ewig her, wo ich da durchgemacht habe. Genauso wie bei Resi 2, da war ja auch schon länger her. Ist kurz vor, bis wo wir da zusammen durchgezockt haben. So, hier packen wir jetzt erstmal das rein. Das brauchen wir auch nicht. So, dann geht's weiter. Die nächste Gegend, die wir untersuchen. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und zwar hier. Dann schauen wir mal, was hier so drin ist. Ah, guck mal, da haben wir das nächste Schmuckkästchen. Ihre Charlie-Figur. Ach, ihre Charlie-Figur. Ihre sei schon. Die originale Charlie-Figur basierte auf dem Konterfei des Gründers von Toy Uncle, Charlie McBergen, und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Die von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von Hand gefertigte Figur in limitierter Produktion in ein ideales Geschenk. Ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie seinen Platz als geschätztes Mitglied ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stößen. Ja, bedeutet ja schon was. Und zwar, dass man die kaputt machen kann. So, sonst haben wir hier nichts, ne? Hier sieht nicht so aus, okay. So, jetzt haben wir doch noch ein Schmuckkästchen bekommen. Ja, das heißt, wir gehen doch nochmal zurück. Und setzen dann ein. Dann können wir auch die Truhe dann direkt aufmachen. So, da müsste, glaube ich, nur eine Sache sein. Im U-Bahn-Werk. Aber da können wir auch danach machen. Also mit dem U-Bahn-Werk können wir danach machen. Dann mit dem Donutladen machen wir dann noch jetzt. Und dann gehen wir wieder zurück und dann ist auch schon wieder die Folge vorbei. Würde ich sagen. War das hier? Ja, hier war halt, ne? Ja doch, hier. Können wir das ja auch schon mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Da haben wir auch nochmal Flintenmunition. So, und dann haben wir das letzte auch hier drin. Bin ich mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Ah, eine neue die nächste Gürteltasche. Schöne Sache. Aber wie gesagt, dann im U-Bahn-Werk machen wir dann, wenn wir sowieso zurücklaufen, weil wir müssen das da eh dann anmachen. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt mit dem Donutladen noch. Und dann gehen wir wieder zurück zum Stromwerk. Würde ich sagen.
Wann kriegen wir den Code eigentlich für den Tresor? Aber bis jetzt haben wir den, glaube ich, noch gar nicht, oder? Ich muss mir nochmal die Unterlagen angucken. Aber wie gesagt, bis jetzt haben wir das für den Tresor noch nicht. Oder ich habe irgendwie übersehen. Das kann auch sein. Aber hier machen wir das jetzt noch. Handgranate. Ah ne, ein Ort haben wir, glaube ich, vergessen. Da, wo wir die Schrot bekommen haben. Ja, ist ja U-Bahn-Werk, ne? Ja, der ist auch U-Bahn. Ja, da werden wir dann später machen. Also, sonst war nirgends, ne? Tresor, genau. Hier ist nix. Ja, hier ist dann mit dem Dings. Genau. Mit dem U-Bahn-Werk. So, dann gehen wir nochmal. Dann gehen wir zurück zum Spannwerk. Ja, falls ich das irgendwo überlesen habe, dann werde ich euch beim nächsten Mal dazu holen, wenn ich am Tresor dann bin. Und dann gebe ich den Code ein und dann schauen wir mal gemeinsam, was da ist. Und dann treffen wir uns am Spannwerk wieder. Von daher würde ich jetzt hier auf jeden Fall einmal speichern und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wie es auf jeden Fall weitergeht. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage tschüss. Bis dann.